Willkommen bei Gerdes Manöverblog. Und zwar habe ich heute wieder was Schönes auszupacken. Und zwar von Sondertiger Europe habe ich ein nettes Packerl bekommen zum Testen. Dann packen wir ihn aus. Ich glaube, ich habe das Schachtel schon ausgepackt. Für mich der Lieferschein. So. Weg damit. Den JACKAL 1:10 Desert Buggy von Sondertiger genauer an. Wie gesagt, das Ganze ist ein Ready-to-Run-Set mit einem 2,4 GHz Fernsteuerungssystem, also Allradantrieb mit einem Brushless Motor mit 3600 kV, Brushless Fahrtenregler, Maßstab ist 1:10, Offroad, RTR, sprich ist alles dabei bis auf Batterien und Ladegerät, aber sagen wir, es ist normal so. Das Ganze, ganz kurz die Spezifikationen. Praktisch breit ist er 295 mm, lang ist er 489 mm, Höhe hat er von 190 mm und der Radstand ist 326 mm. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Okay. So, oder? Okay, da kommt uns schon was entgegen. Was haben wir hier? Ich tippe mal auf die Funke. Und ich bin richtig gelegen. So. Hier hat man alle Funktionen, die man benötigt. Praktisch Steuerung umkehren und praktisch vorwärts-rückwärts umkehren. Bindetasten zum Trimmen von Lenkung und Gas. Und einen Lenkeinschlag kann man hier einstellen. Hier unten ist der Einschalter, Außeneinschalter. Dann schauen wir mal kurz hier rein. Das Ganze braucht 4 Stück AA-Batterien, damit es funktioniert. So. So schaut das ganze gute Stück aus. Wie gesagt, es gibt hier oben Antennen zum Ausklappen. Hier sind die ganzen Funktionen versteckt. So, solide Funke. Ich habe nichts zu sagen. So. Üblich, was zuerst sein soll, die Anleitung für einen JACKAL und Standardwerkzeug und irgendwelches Kleinteile dazu. Und da haben wir schon das gute Stück. So. Wow, bist du reich. Mega, mega geil das Teil. Ja, cool. Satte Landung. Cooles Teil.
Leute, das war das Unboxing vom JACKAL Buggy Truck von Thunder Tiger. Für mich ist es eher ein Throphy Truck durch die starre Hinterachse, Pendelachse und weniger ein Buggy. Also ich werde ihn auch eher in diesem Gebiet einsetzen. Freue mich schon gierig drauf auf die erste Testfahrt. Werde jetzt den Akku laden, dann das Geschwindigkeitstool, den GPS-Locker montieren und mal schauen, was das Zeug einmal hergibt auf der Straße. Danach sollen noch Videos folgen auf der Buggy-Piste und auch, ich werde dann andere Reifen montieren, wenn wir schon richtig ins Gelände gehen, schon eher in diese Trial, also in diese Rock-Racer-Geschichte eher reingehen, mal schauen, wie er sich da verhält. Bin schon gespannt, also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mal einen Daumen hoch, Daumen runter und wie gesagt, Peace. Und freue mich auf euer Feedback. Danke, ciao.